Um auf etwas Interessantes zu stoßen, folge dem markierten Pfad. Willkommen in der Toybox! Kannst du meinem Cowboy-Freund helfen? Erscheint ein Leuchtsignal über einer Figur, möchte sie mit dir sprechen. Wenn wir unserem Freund helfen wollen, benötigen wir die Hilfe eines Sidekicks. Ein Sidekick ist ein Stadtmensch-Spielzeug, das deine Figur durch das Spiel hindurch begleitet. Du kannst deinen Sidekick mit Ausrüstung ausstatten und dein Sidekick kann verschiedene Spezialfähigkeiten einsetzen, wenn er in Kämpfen an deiner Seite kämpft. Das ist der Ausstatter. Von hier aus kannst du deine Sidekicks in die Welt bringen, ihre Ausrüstung ändern und ihnen Spezialkräfte verleihen. Na los, versuch's mal! Das ist das Sidekick-Menü. Hier kannst du deine Sidekicks in die Toybox bitten. Du kannst dieses Menü auch dazu nutzen, die Ausrüstung deines Sidekicks zu ändern, ihn zu füttern und die Werte deines Sidekicks zu prüfen. Such dir den Sidekick aus, den du mitnehmen willst. Dieses Spielzeug ist jetzt dein Sidekick. Und vergiss nicht, du kannst den Ausrüster jederzeit über das Pausenmenü erreichen. Geh zu dem markierten Bereich. Das ist ein TNT-Schuppen. Wenn du deinen Sidekick durch diese Tür wirfst, erscheint ein Fass Dynamit. Such noch mehr Spielzeuge mit dieser Art von Tür. Okay, und weiter zum nächsten markierten Bereich. Geh zu dem markierten Bereich. Ich glaube, das ist auch wie Winterfell in Skyrim, oder? Also ein bisschen. Beutekisten sind voller Waffen, Gesundheit und Essen für deinen Sidekick. Gesundheit? Triff die Kiste, um sie zu öffnen. Du hast eine neue Waffe für deinen Sidekick gefunden. Um deinem Sidekick eine neue Waffe zu geben, wähle das Untermenü Ausrüstung. Hier kannst du die Wähle jetzt die Waffe, die du gerade gefunden hast. Jetzt ist dein Sidekick auf alle bevorstehenden Gefahren vorbereitet. Wenn du die Ausrüstung deines Sidekicks ändern willst, verwende den Ausrüster oder wähle das Sidekick-Menü im Pausenmenü. Besiege die Gegner! Geh zu dem markierten Bereich. Brich die Kiste auf, um zu sehen, was drin ist. Großartig! Jetzt haben wir Obst, um deinen Sidekick zu füttern. Nutze den nahegelegenen Ausstatter, um in das Sidekick-Menü zu gelangen.
Essen verbessert die Werte deines Sidekicks. Geh zum Untermenü. Hier kannst du deinem Sidekick unterschiedliche Dinge zu essen geben. Sie machen deinen Sidekick noch stärker. Dein Sidekick ist jetzt dauerhaft stärker. Jetzt, nachdem dein Sidekick gefüttert wurde, kann er mit besserer Ausrüstung ausgestattet werden. Um deinem Hüte verleihen deinem Sidekick besondere Fähigkeiten. Mit diesem Hut kannst du Feinde angreifen, indem du deinen Sidekick wirfst. Folge dem Weg zum markierten Gebiet. Besiege die Gegner! Jawohl, kann man jetzt Sidekick Level freischalten. Ja, jetzt bist du. Auf etwas Interessantes zu stoßen, folge dem markierten Pfad. Orangefarbene Funken erhöhen die Erfahrung deiner Figur. Mit zunehmender Erfahrung wird deine Figur fähiger und mächtiger. Ist auch nur ans absolute Macht kompiert absolut. Sind wir so klar? Die machen. Thank you.
aufpassen, das sieht ganz genau. Geht's besser, außer der Bösch für ihn wir den Speicher nachher. Ich muss schon mal gedacht, nachdem wir ja jetzt, also nachdem wir jetzt Internet 30 Folgen geworden ist, der 20 im Sprich. Es wird so. Oh nee. Thank you.
muss eskalieren. Thank you.
Name ersetzen. Thank you.
Das ist schon bis zur nächsten Folge.